Ja, hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zum Stadion-Vlog. Es geht wieder los. Die Europa Conference League findet heute wieder statt um 21 Uhr. 1. FC Köln gegen Partizan Belgrad. Ja, ich bin sehr gespannt auf die Stimmung. Wie gesagt, der letzte Stadion-Vlog in der Europa Conference League war ja richtig geil und kam auch sehr, sehr gut bei euch an. Und somit freue ich mich jetzt auf das nächste Spiel in der Europa Conference League und hoffe natürlich, dass der FC das auch schafft und dann auch natürlich die Tabellenspitze verteidigen kann, dass wir weiterhin auch, wie gesagt, erster Tabellenplatz bleiben oder Spitzenreiter vielmehr. Und wie gesagt, jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit dem Stadionvlog. Let's go! So, wir sind jetzt auf dem Parkplatz. Jetzt gleich geht es dann rein durch den Wald und dann sieht man schon das Rhein-Energie-Stadion. Viele hatten auch jetzt, ist ja hier eigentlich der Stadion-Vlog, aber trotzdem sage ich es nochmal. Ich habe ja hier das Europa Conference League Trikot an. Heute ist natürlich auch wieder das gleiche wie auch schon gegen Slowako mit alle in Rot. Wie gesagt, ich werde jetzt gleich noch zur Südkurve gehen und da gibt es nämlich heute Regenjacken, auch mit dem Europa-Aufrecht-T-Shirt sozusagen, nur halt, oder mit dem Slogan vielmehr. Deswegen, also ihr seht gerade im Hintergrund, die Sonne geht schon unter. Endlich wieder schön ein Flutlichtspiel. Ich bin gespannt und jetzt geht es erstmal zur Südkurve. So, wir sind da. Ja, da ist es, das Rhein-Energie-Stadion. Jetzt geht es rein. Und was ist mein Tipp? Der fehlt nämlich noch. Ich glaube, wir gewinnen 3:1 gegen Belgrad. Und mal schauen, ob das so hinhaut oder ob ich mich gleich da noch für entschuldigen muss für meinen Tipp. Mal abwarten. Aber wir sind natürlich optimistisch und dass wir die Tabellenspitze auch verteidigen können. Also los geht's, come on FC. So, ihr seht, die Regenjacke ist jetzt am Start. So sieht die übrigens aus. Europa auffressen steht da wieder drauf, so wie auch bei den T-Shirts. Und jetzt geht's gleich auf unsere Plätze. Also, bis gleich. So, wir sitzen jetzt hier auf unseren Plätzen. Es ist noch nicht so voll hier im Rhein-Energie-Stadion. Aber wie gesagt, nachher ist ja auch die Partie oder fängt sie gleich an. Hier sehen wir auch, es wird eine Choreo geben. Ich bin sehr gespannt, wie sie sein wird. Es sieht so aus, als ob Schrift oder ein Schriftzug da drauf ist. Das werden wir nachher sehen. Bin sehr gespannt. Und ja, ist einfach wieder schön, hier zu sein. Yeah.
Halbzeit in Müngersdorf. Es steht 1-0 für die Gäste. Ja, der FC hat viele Stammspieler auch draußen. Ljubicic, Skiri, Hector, alle draußen zurzeit. Die müssen natürlich jetzt kommen. Und ja, wie gesagt, der FC ist die bessere Mannschaft, hat auch mehr Ballbesitz. Aber der Zug nach vorne, der fehlt eben noch. Und das muss man jetzt halt umsetzen. Und ja, wie gesagt, wir hoffen, dass die zweite Halbzeit auf jeden Fall besser wird. Und wir hier noch den Dreier bejubeln können. Also, auf geht's zur zweiten Halbzeit. Ihr seht, die Stimmung ist trotzdem Bombe, aber am Ende verliert der 1. FC Köln gegen Belgrad mit 1-0. Ja, es war natürlich auch sehr mutig von Steffen Baumgart, einen Skiri draußen zu lassen, einen Ljubicic von Anfang an nicht zu bringen, einen Hector nicht zu bringen, die eigentlich immer Stamm spielen. Klar, Derby ist auch wichtig, was jetzt am Sonntag kommen wird, aber das tut schon weh heute, die Niederlage, weil wir einfach auch die spielbestimmendere Mannschaft waren, aber was halt gefehlt hat, ist einfach ein Tor. Und, oder in dem Fall zwei Tore. Ja, wie gesagt, jetzt geht's weiter. Es ist die erste Niederlage in der Europa Conference League. Das müssen wir jetzt mal aufarbeiten. Aber wie gesagt, es gibt, glaube ich, kein besseres Mittel dafür als ein Derby-Sieg am Sonntag. Und das sollte auch jetzt der Fokus sein. Wie gesagt, mit dieser Stimmung nach Gladbach
Und dann holen wir da auch die 3 Punkte in der Bundesliga. Ich hoffe, euch hat der Stadionvlog hier im Stadion gefallen. Ja, wie gesagt, wenn euch gefallen hat, wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abonniert gerne diesen Kanal für weitere Stadionvlogs mit dem 1. FC Köln. Und bis dahin, macht's gut, euer Niklas. Und ciao.